Willkommen zum, zum Workshop. Podcast Kill the Video Star. Nee, andersrum. Video Kill the Podcast Star. Ich habe mir das Ganze jetzt so vorgestellt. Also was wollt ihr aus der Runde? Wie wollt ihr, also was wollt ihr rausbekommen aus dieser Diskussion? Was denkst du, was du einbringen kannst? Und ich glaube, so die Hauptfrage ist, warum Video? Ja, warum sollte man als Podcaster, wenn ein Audio-Medium ist, Video? Video als Medium oder als zusätzliche Kanal sozusagen verwenden. Also ich denke, so habe ich die Diskussion schon verstanden. Ich bin jetzt halt eingesprungen als Moderator. Wie gesagt, ist auch nicht mein Haus- und Hof-Thema. Vielleicht noch mal mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Albert. Ich arbeite sehr stark, sehr viel mit Radios zusammen, also mit öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Und die experimentieren zum Beispiel mit Visual Radio. Und da kann ich ein bisschen was dazu einbringen, da kann ich ein bisschen so meine Erfahrungen erzählen und vielleicht ein paar Beispiele geben. Deswegen habe ich ja gesagt. Aber ich bin kein Podcaster, ich habe gerade erst angefangen mit dem Podcasten. Also ich bin jetzt kein erfahrener Fuchs mit einem super erfolgreichen Videopodcast, der seine Tricks verrät. Also das kann ich nicht bringen, aber ja, genau. Also vielleicht macht ihr. Ja, also ich bin jetzt auch der absolute Profi. Mich hat das Thema jetzt interessiert, weil wenn ich immer erkläre, ich mache einen Podcast, bla bla, weiß immer keiner was. Video und YouTube, das kennt man viele. Also das kann man mal großartig erklären, das kennen die Leute. Und als Tipp habe ich bekommen, dass ich meine Podcasts einfach auch über Video streame, damit ich überhaupt weitere Bekanntheit machen kann. Vielleicht eine Möglichkeit, weiß ich nicht, ob ich sowas machen werde oder ob ich Videos dann nutzen werde, um meine Podcasts wieder bekannt zu machen. Ob ich das lieber mache, dann vielleicht meine kurzen Videos und erzähle, was im nächsten Podcast kommt und dann meine Podcasts. Also, und da bin ich jetzt einfach interessiert, wie gehen von anderen Podcastern um, weil Podcasts gibt es so viele tolle, aber sind doch nicht in der Allgemeinheit so drin. Okay, cool. Dankeschön. Dein Name ist nochmal? Esther, okay. Cool. Ich schreibe das jetzt einfach mal dazu, weil wir mal so ein bisschen im Protokoll haben. Das muss jetzt hier noch eine Podcast-Sequenz. Natürlich durch visuelle Geschichten. Durch Bilder. Nachts. Und die Leute in irgendeiner Form sind, auch ja, sich jetzt selbst vorzustellen und quasi vorstellen. Videos, wenn ich bestimmte Sachen gut vorhalte auf den Webseiten, macht sich von der Zeit an, wenn ich mich in einem Video vorstelle. Das denke ich mal. Und wenn ich mich präsentiere oder präsentiere, dass ich mir vielleicht auch mal was kannst du denn im Sinne haben, sich vorstellen, ein bisschen mit der Technik. Ja, aber das ist ja manchmal wirklich ein großes Konzept. YouTube, klar, das ist ein Thema, das wir können. Wer wäre die Ahnung? Ich muss sagen, was meine Erwartung ist. Oder? Ja, genau. Also, was willst du aus der Runde, aus der Diskussion raus haben? Was kannst du einbringen? So, das ist so. Ja, ich habe noch keine Erfahrung mit Video oder Podcast. Ich habe im Moment auch nicht vor, was einzusetzen, aber was für mich spannend wäre halt die Frage, wie man sich selbst posten könnte. Da gibt es jetzt einen Platz. Problematik, also Platz, dann Übertragungskosten und dann, ja, wie steht es vor Ort bereit, wenn technische Fragen fertig.
bin da sehr unbedarft, deswegen. Ich wollte mal einen Marco. Wie war dein Name? Bitte. Tim, okay. Ich schreibe es einfach mal dazu, sodass man so ein bisschen zu dir kommt. Gut, nochmal, ich bin der Henning. Ich habe schon einen Podcast, der läuft jetzt seit 2012 und wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche nach neuen Formaten. Mhm. Und ich war jetzt auch gerade eben oben bei dem Podcast-Button von Patin. Und da haben wir auch dann so die Idee gehabt, dass wir auf der Suche nach mehr Feedback einfach mal vielleicht auch die Kanäle so ein bisschen durchstöbern müssen, um irgendwie was Ähnliches zu finden und Leute zu finden, die im gleichen Bildungskreis unterwegs sind. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken, so was für Möglichkeiten bietet hat, so das Videoformat, sprich kleine Teaser auf YouTube mal schmeißen, so in diese Richtung, da ist man so bei der ersten Probe. Und dann einfach auch so, ja, was die Möglichkeit gibt es eigentlich so ein Video, das irgendwie anzugleichen. Okay. Ja, wir machen eine Vorstellungsrunde, Gena. Also, wieso, warum bist du hier und was denkst du, was könntest du mit einbringen? Und dein Name auch. Genau, also fange ich mal mit dem Einfachsten an, ich bin Olaf. Okay. Warum bin ich hier? Ich habe mich vor kurzem irgendwie mal an ein Video angetraut. Das, was so gar keinen Spaß macht, ist die Nachbearbeitung. Also Audio ist simpel, Video ist eher gruselig. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt mein Medium wird oder nicht. Im Podcasting-Bereich bin ich mir nicht so richtig sicher, was ich da ausrichten kann, ohne ein großes Team zu haben. Mhm. Ich will mich allerdings auch dem E-Learning annähern und da macht das dann wieder Sinn. Mhm. Und also die ersten Gehversuche, die ich gemacht habe, waren ganz lustig, also auf jeden Fall sehr aufschlussreich, aber halt nicht so, dass ich die jetzt unbedingt als Produktion, insbesondere als der Mann vor und hinter der Kamera. Ja. Tatsächlich so möchte, aber waren extrem lehrreich. Mhm. Ja, ich bin Georg, ich interessiere mich generell für Video und Audio. Deswegen bin ich da. Okay. Ja, ich bin Simon, ich habe zwei Podcasts mit dem Wissensmanagement, die sind eher Langform, also eher so dreiviertel Stunde bis Stunde 15 Minuten. Und auch eher nüchtern und sachlich, also wie so Fallbeispiele und Spielmethoden. Und ich bastle jetzt schon länger so an so einem Konzept für so ein Kurzformat, 5 Minuten, nach dem Vorbild von Lev Lloyd. Wer das kennt, das ist so quasi die Tagesschau für die Teenies. Also Lev Lloyd ist halt beim Teenies ein total angesagter YouTuber, der zwar ernsthafte Botschaften rüberbringt, aber das halt in einer sehr witzigen Art und Weise. Und halt auch sehr kurz. Also der hat auch Episoden, die sind so 5 bis 8 Minuten lang. Und das ist so die Idee, auf der einen Seite schon in den Professional-Bereich reinzugehen, wo ja auch viel Witze per E-Mail rumgeschickt werden. Also ich glaube, da ist Humor und Ironie unbedingt ein No-Go, dass man da gar nicht mehr ankommt. Gleichzeitig aber auch ein Thema so ein bisschen Nachwuchsarbeit in Anführungszeichen zu machen. Und da sind einfach alle, die ganze E-Mail-Generation, die sind halt alle auf YouTube. Und ich glaube, da kommt man viel leichter ran und zieht die dann auch in Medien mit Langform rein, als wenn man versucht, ihn zu den Podcasten zu verbessern. Und da habe ich schon viel jetzt gebastelt, aber jetzt hat man so ein bisschen an der Zeit gefehlt bisher. Also, dass ich mir zu glauben, das dann auch mit 1-2 Episoden die Woche wirklich fahren zu können. Okay. Mein Name ist Nikolas, ich habe einen Wissenschaftspodcast. Wir haben auch schon so Experimente gemacht, dass wir die Geschichten auf YouTube gestellt haben, aber völlig ungeändert. Also genauso wie wir als Podcast veröffentlicht haben, haben wir sie auf das Netz auf YouTube gestellt. Auch nicht in Bildern angereichert oder so, war wirklich nur Werbung im Podcast. Das war bei uns jetzt nicht so erfolgreich mit den Leuten, die Erwartungen hatten allerdings auch nicht. Wir hatten irgendwie so Zugriffszahlen unter 1% von dem, was wir als Podcast ausliefern quasi.
Ist natürlich immer noch nicht, kann natürlich trotzdem sein, dass du dadurch Leute hast, die reinhören und dann eben ins Audioformat wechseln. Und dann bleibt halt immer die niedrigen Zugriffszahlen bei YouTube, also das wäre nicht schlecht sein. Warum mich dabei vor allem interessiert, ist, dass wir eben Wissenschaftspodcasts haben und wir machen auch in jeder Folge ein Experiment. Und ein Experiment ist natürlich ganz hilfreich, wenn man auch sehen kann, wie du unter. Es gibt sicherlich auch akustische Experimente, die gut funktionieren, aber wir haben halt auch welche, die vor allem auch visuell ein Erlebnis sind. Und die stellen wir als Video auch zur Verfügung. Mhm. Das aber sehr, sehr dilettantisch. Also wir sind mitten in der Audioaufnahme und drücken dann einfach auf Record quasi in der Kamera und stellen dann, also dann fängt der Satz halt gerade an und bricht auch mittendrin ab. Also das ist wirklich, wirklich schlecht. Und da haben wir halt überlegt, ob man nicht besser zur Verfügung stellen kann. Und ein dritter Grund, warum ich hier wieder mich interessiert, ist, wir hatten einen Gastauftritt bei den Rocket Beans. Die Rocket Beans sind ein Video- oder ein Internet-Fernsehsender, würde ich mal so sagen. Die produzieren fürs Internet Video-Content und zwar 24/7, mehr oder weniger. Und das ist extrem gut angekommen. Wir haben dadurch enorm Hörer auch nochmal wieder gewonnen. Mhm. Und weil mein Thema Wissenschaftskommunikation ist und mir völlig egal, wie ich Wissenschaft oder wo ich Wissenschaft kommuniziere, ist es durchaus denkbar, dass ich auch andere Plattformen ausprobieren möchte, weil ich halt Leute erreichen möchte, egal wo. So, also diese Reichweite bei den Rocket Beans hat so dein, oder dieser Abschnitt bei den Rocket Beans hat deine Reichweite erhöht. Genau, und es geht mir nicht so sehr um Reichweite im Sinne von Zahlen, sondern das ist eine völlig andere Community. Ne? Ich erreiche auf einmal völlig andere Leute. Ich erreiche halt die Leute, die Podcast hören. Das ist diese Blase, die wir alle erreichen. Ja, aber das sind völlig andere Menschen. Ja, vor allem, weil Videos, also kurze Videos, auch sehr schnell geteilt sind. Ja? Ja. Also das ist einfach ein super snackable, sag ich mal, Format, wo du was man in den Facebook-Feed sieht, ja, wenn ich dann mal durchscrolle und dann bleibe ich halt mal an einem Minuten-Video hängen, ja, und schaue mir das an. Bei einem Podcast muss ich da schon irgendwie so, da muss ich schon auch so eine gewisse, muss ich die Zeit aufbringen und muss auch sagen, okay, das will ich jetzt hören und ich will aber auch dann nichts anderes hören. Ja. Also, weil dadurch konsumierst du es halt auch an anderen Orten. Ein Audioformat kannst du halt beim Spülen konsumieren, beim Video ist halt völlig anders gebunden. Du musst auch, also musst du hören und gucken eigentlich. Ja. Und das ist daher sicherlich auch der Unterschied in der Länge. Aber die Konsequenz daraus ist eigentlich, musst du natürlich gezielt dann auch fürs Video produzieren. Also wie ich gerade sagte, unsere fast 3-Stunden-Podcast funktioniert ja nicht als Video. Weil ich das Gefühl habe, immer mehr nutzen, da läuft YouTube nebenher, wie der Fernseher nebenher läuft. Auf dem Apple TV oder so. Und wenn du da mal in der abonniert bist, sozusagen, kann ich mir vorstellen, dass dann Leute auch was Längeres hören würden, was quasi eigentlich so ist, wie das auf der Sternlage als Podcast schauen würden, nur dass es halt auch im Fernsehen läuft. Also, es ist witzig, dass du das bringst. Bevor ich reingehe, vielleicht willst du dich nur noch ganz kurz vorstellen, warum bist du hier, was willst du aus dem Das Thema halt. YouTube ist halt weitaus aktueller und ob man vielleicht mit kleinen Videoschnitzeln den Hörer anlockt. Also ich habe auch Videos auf YouTube für ein bestimmtes Thema. Ich poste das an die Community, die das interessiert und kriege da auch ziemliche Zahlen. Und zum Beispiel dasselbe Thema anderen zu vermitteln über den Podcast dann und man da auch irgendwie eine Möglichkeit hat, ob da schon jemand Erfahrung hat. Also kleine Schnipsel reinstellen, sagen, hier, das ist das Thema, wenn er richtig ausführlich hören will, da ist ein Podcast, könnt ihr hören, unterwegs und so. Ja. Also ich denke, das trifft auch den Kern des Themas. Also es kommt ich denke, es kommt sehr stark auf das Format an, wie du sagst, wenn man so ein 3-Stunden-Format hat, da setzt sich und kann sich da 2 Typen unterhalten, was ist der Mehrwert? Also selbst auf YouTube, wenn ich mir das anschaue, ich weiß dann vielleicht, wie die 2 Typen aussehen, die sich da unterhalten. Das weiß ich aber nach 30 Sekunden spätestens und dann ist es nicht mehr interessant. Das ist auch der Grund, wieso Visual Radio oft nicht funktioniert, weil wenn ich da einen Moderator habe, der dann mit seinem Kopf hört und dann hat er auch noch ein riesen Mikro vor dem Gesicht, das funktioniert nicht. Also das ist nicht ansprechend.
Aber was ansprechend ist, und das ist dieses YouTube nebenbei, also intelligentes Visual Ready läuft so. Also die verwenden das Audio als Hauptinformationsträger. Also die Prämisse ist, Audio muss immer funktionieren. Also das Audio ist das, was die Sendung trägt. Und das Video oder Metadateninformationen oder Bildinformationen sind zusätzliche Informationen, die ich oben drauf packe. Denn wenn ich es mir anschauen will, dann kann ich drauf schauen, aber und ich habe einen Mehrwert, aber ich kann immer wieder zurückgehen. Und also der Sender, der das sehr erfolgreich macht, das ist ein italienischer Sender, ein privater Sender, die heißen RTL 102,5, haben nichts mit unserem RTL zu tun. Die haben ihre Reichweite von 5 Millionen Zuhörern täglich auf 7 Millionen Zuhörer täglich dadurch gepusht. Die haben den Vorteil, die sind auch auf einer Fernsehfrequenz, also die haben schon ein paar strukturelle Vorteile, das muss man schon so sehen, und die haben auch den Vorteil, dass sie Musikvideos spielen dürfen. Was natürlich für ein musikintensives Format schon Mehrwert ist. Aber die haben eben dann auch ihr Studio so ausgelegt, dass man da eben keine großen Mikrofone sieht. Man sieht, wie die Leute miteinander interagieren. Die haben immer zwei Moderatoren zum Beispiel. Und die machen auch sehr viel Live-Feedback mit rein. Also wenn die Leute über WhatsApp oder Twitter an den Sender schreiben, dann sehen die das auch auf dem Screen. Das heißt, die Zuhörer, die können in der Früh aufstehen, gehen ins Bad, machen das Radio an, gehen dann vielleicht in die Küche und dann läuft der Fernseher und die haben immer praktisch so eine konsistente Experience, sage ich jetzt mal. Für Podcast funktioniert es natürlich nicht ganz so, aber es kann funktionieren. Also wenn man sozusagen überlegt, welche Informationen will ich eigentlich benutzen, um das anzureichern. Also das ist definitiv ein Thema, aber ich glaube, was interessanter für die Podcast-Seite ist, dass man wirklich Videos produziert, die auf den Kanal einleiten, also auf die Marke oder auf den Podcast einleiten. Also, hey, ich bin jetzt die Person, ich mache jetzt was Außergewöhnliches, ich stelle mich mal vor, oder ich bin heute hier, und das dann zu verwenden, um dann eben auf den Podcast dann zu verweisen. Ich denke, das könnte ein guter. Bei diesem Defloid, der hat ein Konzept, ich weiß nicht, bei YouTubern das generell so heißt, das ist sogenannte Endcard. Endcard ist quasi immer ein gleicher Abspann, wo er irgendwie drei andere Videokanäle, die Langformat sind, featured, also so wie irgendein Gaming-Kanal oder so. Das heißt, er leitet auch mit dem kurzen quasi auf die langen weiter. Kann man YouTube so machen, dass es dann richtig so Schaltflächen sind, wo man klicken kann und dann sofort auf den anderen Kanälen quasi. Also, wie gesagt, das kann ich dazu beitragen. Wenn es um die Technik geht, also es gibt da viele Lösungen, die sehr automatisiert sind. Also die Radios haben, die stellen nicht extra Leute ein, die dann jetzt die Kameras fahren in den Studios. Also es gibt da quasi Lösungen, die können das erkennen, zum Beispiel auf welchem Mikro der Ton ist, und dann machen die eine Umschaltung von den Kameras. Also machen dann zwei, drei Kameras rein. Es geht auch, ich meine, Kameras sind nicht mehr teuer heutzutage in guter Qualität. Und somit erzeugen die praktisch automatisiert eine gewisse Dynamik. Also das kann man machen. Also auch das könnte man auch in einem Podcast machen. Es gibt auch Open Source basierte Software. Das heißt Kaspersky. Wurde vom schwedischen Fernsehen, glaube ich, entwickelt. Und man könnte auch dieses Kaspersky dazu verwenden, wenn man das ein bisschen aufbohrt und aufpimpt, das ist Open Source, dass man praktisch sowas auch selber nachbaut. Also dann könnte man das auch relativ kosteneffektiv machen. Aber es gibt natürlich auch kommerzielle Lösungen, die sowas halt in einem Package anbieten. Da müsste doch mal einer V-Phonic implementieren. V-Phonic ja mit Video. Ja, aber die passen ja nur den Ton an. Einfach lädst drei Videos hoch und die schalten dann immer am Ende das ein, wo gerade der Ton kommt. Ja, okay. Also in den Systemen wird halt viel live produziert, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Könnte man natürlich auch erst in der Postproduktion machen, das wäre natürlich schon möglich. Aber Livestream ist ja, ich weiß nicht, ich denke, das übersteigt die Möglichkeiten der meisten.
wenn es nicht eine einzelne Kamera ist? Es ist relativ einfach, live zu streamen mittlerweile mit Facebook Live, mit Periscope. Ja, aber wenn es nicht eine einzelne Kamera überschreitet. Also natürlich kann ich eine Kamera irgendwo anschließen und sagen, ich streame die jetzt mal, aber wenn ich sage, ich möchte auch noch zwischen verschiedenen Perspektiven umschalten oder sowas. Also gibt es auch kommerzielle Lösungen dafür mittlerweile. Also, ja, aber die kommerzielle Lösung, und das überschreitet dann die Möglichkeit. Ja. Also was wir haben, was ganz gut funktioniert und so eine kleine Show macht, es gibt so DJs, die ihre Sets übertragen. Und da war bevor HD so richtig da war, gab es von Roland so einen Mischer, der ist eigentlich so groß wie ein Audiomischpult, ein Vierkanalmischer. Und da kann man quasi mit so ein paar Effekten und so weiter Übergänge machen. Und die bedienen wirklich ihre Turntables und den Videomischer nebenher. Ja, und das haben wir mal gemacht mit einer großen Folie, zwei Kameras und eine GoPro, um irgendwas im Detail zu zeigen. Und da kann man wirklich als derjenige, der die Show macht, live mischen. Wo man das so ein bisschen übt quasi. Ja, es gibt auch das Serato-DJ zum Beispiel, die haben praktisch Video-Mixing integriert. Also also das ist praktisch eine DJ-Software mit externen Controller und da kannst du aber auch kannst du den Video-Plugin holen. Das kostet auch jetzt nicht so viel. Also das ist im dreistelligen Bereich, denke ich, unten, was die Software kostet. Und könntest du auch quasi, aber dann, du brauchst halt dann das Videomaterial. Und dann ist es natürlich wieder eine Frage, wer hat das Recht auf das Material, wenn ich jetzt vorproduziertes Material verwende. Ja? Also, aber, und das funktioniert sicher gut jetzt in einem Musikformat, aber ich weiß nicht, ob das in einem Format funktioniert, wo man jetzt diskutiert oder wo man spricht oder wo die Sprache eigentlich der Hauptträger ist. Ja? Ja. Ah, wie heißt diese Lösung, was du, diese Open Source Ding, was du da hast? Caspar CG, also C-A-S-P, ich glaube A-R, und dann CG für Computer Graphics. Also, okay, CG. Genau. Also dann CG. Und wir haben das bei uns in der Firma auch schon so testweise verwendet, um praktisch unsere Radioautomation, also wir machen halt viel mit Live-Radio, um dadurch auch Video auszuspielen. Und das funktioniert super gut. Also, weil man eben dann auch gewisse Befehle und man kann eben dieses Casper CG automatisieren und zum Beispiel so Kameraumschaltungen oder sowas machen oder externe Grafiken einspielen und sowas. Das geht alles relativ einfach mit. Also wenn man ein bisschen programmieren kann. Kostet Zeit, ja. Also das ist, aber es ist halt immer so. Kostet Zeit, das Maus schubsen. Genau. Ja, vielleicht sollte man nochmal so auf die Diskussion gehen, was für Formate sind eigentlich interessant? Also ich habe da eine sehr Meinung, ich hoffe, ich habe jetzt keinen überrollt damit, aber ich denke, wie gesagt, so ein Longform, 3-Stunden-Format, 2 Leute unterhalten, das wird nicht funktionieren. Aber vielleicht könnte man mal so ein bisschen ranwerfen, was könnte denn funktionieren? Also ich denke schon, wie du gesagt hast, hey, ich will meinen Podcast promoten und ich mache jetzt interessante Sachen. Also wenn du irgendwas in dem Kontext zu dem Podcast machst, wo du sagst, hey, ich bin jetzt gerade hier an dem Ort oder ich mache jetzt gerade was, das ist interessant, ich zeige euch das mal. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann sowas kann man auch schön sharen und schön in den sozialen Medien verteilen. Weil ich denke, also das ist halt einfach, gerade die große Herausforderung für Podcasts ist so dieses Entdecken, dieses Discovery, denke ich. Also viele Leute wissen ja gar nicht, was Podcasts sind. Also wenn man so an die Masse geht, gut, es gibt ja jetzt wieder Meinungen, wo man sagt, vielleicht ist es auch kurz gut, dass wir in der Nische bleiben und so, aber ja. aber da wieder wünsche ich doch ein bisschen mehr Publikum, ne, wenn möglich. Und wir wollen uns ja mitteilen. Ja? Und die zweite Idee, die ich habe, ist, aber ich weiß halt noch technisch, wie es geht. Also
da ich zeichne, habe ich gedacht, dass ich bestimmte Themen, auch nur kurze Videos, keine langen Videos, um auch wieder noch zusätzliche Aufmerksamkeit zu machen mit bestimmten Art Comic zu erklären, halt, dass es so noch mal eine spannende Einleitung gibt. Dass die Leute sagen, oh ja, Mensch, das war jetzt lustig, spannend, jetzt höre ich da mal rein. Oder so. Was ist jetzt für ein spezielles Thema, das du behandelst in deinem Podcast? Inklusion. Inklusion, okay. Mhm. Ja, da kann man sich, ich denke, da kann man schon viel machen. Also gerade für das Thema sind, denke ich, so ein paar bildliche Informationen ja sehr hilfreich sein. Ja, also, da trifft es halt, wenn man sich ein Bild davon machen will, wenn man Situation machen will, da hat man es eigentlich schon in der Sprache sozusagen mit eingeschlossen. Was auch gut funktioniert, was ich gerne schaue, sind die heiße CT-Uplink, die den Podcast machen zu dem CT-Magazin. Mhm. Meines Wissens nach spielen die auch, also das Audio und Video genau das gleiche. Mhm. Man sieht dann halt so ein Studio, wo die so ihre Mikros hängen haben, aber die haben halt oft, die reden dann oft über Hardware, über Router oder irgendwas, und da ist es dann schön, wenn man das Videobild hat. Mhm. Zeigen die das dann auch? Ja, die zeigen das. Die haben auch so ein, also die haben auch, die haben von das ATEM TV-Studio, also ein bisschen aufwendiger gemacht. Das kostet aber, glaube ich, auch mittlerweile nur noch 100.000 Euro. Mhm. Und haben aber halt auch einen, der es bedient quasi. Ne? Und haben auch so eine GoPro drinnen mit Detailkamera, wo sie dann mal irgendwie sich da sprechen sie über ein Smartphone oder eine App und dann können sie halt die GoPro da drauf halten. Manchmal kommt dann sogar der quasi die Regie macht, die Videoregie aus dem Off und spricht noch was rein. Und das ist eigentlich für so Sachen, wo es dann, wie du sagst, darum geht auch mal was zu sehen, ist das ganz gut. Ja. Also ich kann mir super vorstellen mit den Experimenten, wenn du da Experiment, das ist goldenes Material. Ja, also das ist wirklich, das will ich sehen. Ja. Und jeder, der irgendwie so ein bisschen wissenschaftliches Interesse hat, ist für den ist ein Experiment ein super, super Inhalt. Ja. Also ich würde da sofort drauf klicken. Und ich würde es auch scheren. Ja. Das ist ja eigentlich, ich glaube, vielleicht können wir uns da drauf, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen müssen, aber im Endeffekt wollen wir, dass uns die Leute zuhören. Das wollen wir in erster Linie. Und wenn wir solche Gimmicks, leider ist es in unserer Zeit so dazu, verwenden können, dass wir eine größere Aufmerksamkeit erreichen und vielleicht auch ein neues Zielpublikum erreichen, dann sollte man das definitiv ausprobieren. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass es Sinn macht, jetzt das Format, das man hat, wenn man ein gutes Audioformat, nicht jedes Audioformat funktioniert gut als Videoformat. Genau. Also ich meine, ihr habt halt mit den Shiner Gadgets als zweites wahrscheinlich der Kino. Ja, da frage ich mich auch immer so, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Ja. Natürlich schon irgendwie so einen gewissen Vorteil, aber wenn ich jetzt überlege, in meinem Podcast geht es halt irgendwie drum halt, ja, wir lesen halt Bücher, besprechen die. Klar, dann kannst du mal das Buch in die Kamera halten, aber ich sag mal, nicht, dass ich regelmäßig Maischberger gucke, aber wenn Maischberger auf YouTube liefe, dann würde ich nebenher auch was anderes machen. Und das ist einfach so ein bisschen dann auch die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, oder die wir uns jetzt stellen, wir machen den zu zweit. Wie würde denn YouTube irgendwie dann auch Sinn machen? Ja, also klar, wenn man zeichnen könnte, wäre das sicher natürlich schon mal eine kleine Sache. Ich glaube, so skizzieren lässt sich auch halbwegs gut lernen mittlerweile. Da gibt es ja irgendwie so, weiß ich nicht, Sketch-Geschichten, wo du halt relativ schnell ein bisschen Übung, grobe Sachen hinkriegst. Ja, aber wie geht man dann wirklich sowas an? Also was ich mir in dem Format gut vorstellen könnte jetzt als Beispiel, ist, dass ihr euch einen interessanten Teil, also einen Ausschnitt nehmt und den zum Beispiel sketcht oder sowas. Ja. Und das dann, also wie gesagt, ich würde es eher als Promotionstool sehen. Also dann, ich verwende YouTube als Beispiel, als Plattform, um mehr Aufmerksamkeit für meinen Podcast, um die Leute dann reinzuholen. Also, oh, das gibt's und die unterhalten sich darüber. Und naja, das wusste ich ja gar nicht. Also ich glaube, wir haben immer noch diese Situation in Deutschland sehr, sehr stark, also, dass
dass man eigentlich nicht weiß, dass es sowas gibt. Ja. Und mir ist es jetzt so gegangen, also ich dachte schon, ich kenne mich ganz gut mit Podcasts aus, ich bin hierher gekommen und denke so, wow, so diese Vielfalt, die es hier gibt, das ist unglaublich. Und ich habe es bis jetzt nicht geschafft, das zu finden. Vielleicht ist es meine eigene Dummheit, aber ich war wirklich überwältigt ja, von dieser Artenvielfalt hier. Und von, also das ist ja wirklich so ein Ökosystem. Und das fand ich jetzt sehr spannend. Und, ja, so eine eigene Blase, wo man vielleicht ins Außenschwert nicht so leicht reinkommt. Ja. Und wenn man mal reinkommt, dann... Dann ist man drin, ja, dann kommt man wahrscheinlich so schnell wieder raus. Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich alle wollen. Ne? Also zum Beispiel mit der Phonik kann man ja auch direkt seine Audios auf YouTube verteilen. Und im Moment, wenn man Bilder dazu tut, eben auch so zurzeit passierte Bilder. Genau. Und aber naja, keine Ahnung, ob das was bringt. Das weiß ich halt auch nicht. Ich mache es und bei mir bringt es, glaube ich, nichts, aber ich weiß halt auch nichts. Also es hört sich zumindest niemand auf YouTube an, vielleicht mal so ein, zwei Klicks. Mhm. Und vielleicht hat das natürlich dann auch wieder so Metadaten zu tun, die ich da noch irgendwie dazu bringen müsste. Also dass ich da noch irgendwie gefunden werden muss in YouTube. Es könnte was bringen, wenn du ein Shortform hast. Ja. Und dann ist jemand schon auf YouTube und sagt, oh, dann gibt es noch mehr von dem und dann kommt er auf die Nonkmas. So. Dann könnte es was bringen. Aber wie gesagt, das Finden ist die Schwierigkeit. Und wenn dich jemand explizit nach dir sucht oder nach deinem Thema sucht, dann hat er ein Problem. Aber wenn du was hast, was du vielfach verbreiten kannst, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder zwei Leute oder vielleicht auch mehr dann irgendwie draufkommt, weil dieses kleine Video auch. Aber dann könnte ich ja auch gleich das kleine Video nur auf YouTube stellen und wir dann gleich verlinken auf den Podcast. Zum Beispiel, aber da kenne ich mich mit dem Nutzerverhalten nicht so aus. Wenn ich mal auf YouTube bin, vielleicht will ich dann auch auf YouTube bleiben. Oder beziehungsweise, was halt dann das Schöne in YouTube ist, du hast ja dann die Vorschläge. Und also direkt, wenn du das Video fertig abgespielt hast, hast du ja danach die Vorschläge. Und die sind alle natürlich, das ist alles YouTube. Und auch noch die Integrationen und die ganzen Hardware, TV-Boxen und so weiter, das ist natürlich ganz schön geschätzt. Dann könnte es Sinn machen. Dann wird man eigentlich in YouTube nur über einen bestimmten Begriff. Und dann ist eigentlich die Chance, dass man weit oben steht, rechts, was dann noch Vorschläge in diesem System kommen. Ja. Das ist eigentlich die einzige Chance. Ja. Genau. Und je spezifischer wahrscheinlich ein Thema ist, zum Beispiel mein alter Vater oder sowas reinschreiben und dann gibt das eine ein, hier ist dann die Möglichkeit, dass man gefunden wird und dann auf seinen Podcast zu kommen. Beziehungsweise die Möglichkeit, also dass man eben dann über andere soziale Netzwerke wie Twitter oder wie Facebook auf dieses Video kommt, weil da wird es geshared, da kann es Aufmerksamkeit erzeugen und dann kommt eben auch die Plattform. Und dann hört man vielleicht doch eine lange Folge so nebenbei und denkt, das hat mich jetzt interessiert und dann kommt der nächste Schritt. Ja. Und wichtig ist es halt die Metatext, ne? Ja. In diesem Video dann auch rein, das Sound. Ne? Mhm. Da liegt ja auch den Bildblock mächtig Wert drauf und das ist so. Mhm. Hat irgendeine Erfahrung, also mit Hosting von Videos selber, weil die Frage kam von einem von euch, von dir war. Von mir, aber ich habe jetzt, also wenn es jetzt nicht besprochen wird, bin ich auch ganz traurig. Ich habe im Moment nicht den Bedarf. Also, mich würde es interessieren, aber ich habe keine Ahnung mehr von der. Ich glaube, das machen nicht mehr viele. Nee, okay, weil zu viel Kosten. Die YouTuber der Leute schlagen. Genau. Das Problem, was du lösen musst, sind halt die vielen verschiedenen Formate, die Player, die dann vielleicht nicht alles ausliefern sollen, die nicht irgendwie 200 Megabyte ausliefern sollen, wenn jemand nach 5 Sekunden irgendwie wieder wegklickt und all sowas. Oder halt, wenn die Bandbreite einbricht, dass du dann das Format umänderst und so weiter. Das ist ja irgendwie mehr als mal 200 Megabyte runterladen. Ja, das ist eben so diese Intelligenz, die in diesem Player mittlerweile steckt. Also das so. Also wenn man an die frühen Tage zurückdenkt, ja, das hat ja kein was ausgemacht, wenn ich jetzt irgendwo an eine Stelle gesprungen bin, dann habe ich halt mal 30 Sekunden gewartet. Ja. Am Anfang war das völlig okay, wenn noch 2 Sekunden spätestens, wenn ich da nicht irgendwie zumindest ein Thumbnail oder was sehe, dann bin ich weg. Ja. Ja, genau. Also da hat sich ja unser Nutzerverhalten einfach
und unsere Ansprüche einfach auch dementsprechend geändert. Da denke ich auch, es gibt genügend Services, die dann eben auch wieder anders als YouTube ohne Logo und so weiter tatsächlich das Hosting machen. Ich glaube tatsächlich, dass also selber hosten würde bedeuten, man kauft sich eine Software ein. Aber dann ist halt auch die Frage, installiere ich mir die Software selber oder kaufe ich mir den Dienst ein? Und wahrscheinlich ist der Dienst dann da. Also die kriegen auch schon bessere Traffic-Preise und von daher ist es ein. Also was vielleicht interessant ist, das schauen wir uns gerade an. Wer Office 365 Lizenzen hat, da war bisher ein Paket drin, die kommt dann eine App drin, die heißt Office Video, das wird in Office Stream umbenannt. Und das ist quasi wie so eine, nicht ganz so schick, aber im Prinzip wie eine YouTube-Plattform, wo ich auch irgendwie Sachen einstellen kann, für wen die Sachen sichtbar sind. Also das geht dann von, wenn es eine Firma nutzt, nur für die Mitarbeiter der Firma, aber ich kann auch Sachen public schalten zum Beispiel oder für Kunden einschalten. Und in Kopplung ist halt Office 365 auch drin, dieses Skype for Business. Das ist quasi die Profi-Variante von Skype. Und da kann man über Skype Live Meetings streamen an bis zu 10.000 Leute. Und das läuft über das Microsoft Content Delivery Network. Und also wir hatten da schon mal eine Veranstaltung, wo 1.200 Leute im Stream waren, Video, und das hat super funktioniert, ohne komplett ohne Abriss. Und das, ihr habt das Gefühl, viele haben halt so, kauft noch einen Rechner mit oder so, da muss man dann mal gucken, nicht in allen Office-Paketen ist das dabei, also nicht in allen Office-365-Paketen. Aber wenn man das machen will, lohnt sich da vielleicht 1-2 Euro mehr für die O365-Lizenz auszugeben und dann sowas mit einzukaufen. Und da ist, weiß ich gar nicht, ob da unbegrenzt Storage dabei ist, aber das ist so, wir haben jetzt da bestimmt 100 Stunden Video drin und diese Auslastungsanzeige ist so ganz minimal. Also da, was schon einiges fein auf jeden Fall. Ja, also die haben ja diese Azure-Plattform, Microsoft, ja, die haben da schon live und die ist schon relativ gut. Wie ist es bei YouTube? Darf da schon jeder Streams machen? Ja. Das war ja für jeden freigeschaltet, ist aber halt bei uns mit dieser mit diesem Rundfunkrahmenvertrag kritisch. Ja. Weil du, genau, also es gibt ein paar Kriterien, ab wann du ein Sender bist. Okay. Wenn du öffentliche Meinung beeinflusst, wenn du regelmäßig sendest, wenn du eine Zielgruppe über, über 500 Personen hast. Das gleiche Thema bei Podcasts auch. Und die Empfehlung ist quasi, dass du bei deiner Landesrundfunkanstalt den sozusagen Schreiben schickst, wenn du Google findet, da auch so eine Vorlage, beschreibst, was du machst, und in der Regel schicken die dann grünes Licht zurück. Ich habe da zweimal hingeschrieben an die Bayerische Landesrundfunkanstalt, da kam nie eine Antwort zu. Dann haben wir es einfach gemacht. Dazu nur noch da, das kann sein. Mich würde interessieren, dass, also, wo ich sagte, das kleine Team vor und hinter der Kamera stehen, da kommt naturgemäß nur Talking Head raus. Also man stellt halt an, hofft scharf zu sein und ist dann da, wie macht ihr, also wie löst ihr Video-Dinge? Habt ihr immer zwei Leute? Ist das überhaupt ein Problem? Oder wie löst ihr das Problem, alleine dabei zu sein? Oder sagt ihr, ich löse das in zwei Personen dazu? Also man kann da schon sehr viel automatisiert machen. Also was oft gemacht wird in solchen automatisierten Systemen, ist, dass man halt sehr hoch in der Auflösung geht und dann praktisch, es gibt ja so Gesichtserkennungsmechanismen zum Beispiel, und die dann einfach automatisch das Bild zuschneiden. Also man sagt, okay, der kann sich dann auch bewegen, und ich habe aber trotzdem irgendwie einen guten Bildausschnitt. Und so. Also sowas gibt es in der Richtung. Mhm. Also man kann da schon viel automatisieren. Genau, das verlagert das Problem dann wieder auf die Nachbearbeitung. Aber nicht unbedingt, also die können es live teilweise auch, dieses System. Also die machen halt mit Live Face Detection um. Also 4K-Video aufnehmen und dann einfach mal ein HD rausschneiden. Genau. Aber ist dann halt auch nur so ein quasi Close-Up und total. Ja, ja, richtig. So. Ja. Also kann man einen Fail erzählen? Nee, will ich auch gar nicht, wenn ich alleine bin. Wenn ich denn tatsächlich wirklich die Kamera fahren und sonst was haben will, dann weiß ich halt. Aber dann machst du auch Fernsehen, oder? Ja, genau. Wir uns tatsächlich irgendwie scharf stellen. Mal drauf achten, wie ist eigentlich der Ton. Das waren meine Hauptfails eigentlich, wenn ich in einem Raum aufgenommen habe, wo auch Leute waren. Und
in die Kamera gesprochen habe, das Mikrofon einigermaßen ausgerichtet war. Ich habe immer so gesprochen, dass mich alle Leute verstehen, was auf der Videoaufnahme dann natürlich brüllt man halt in das Mikrofon. Das ist totale Scheiße. Aber ich dachte halt, ich muss auch so sprechen, dass mich die Leute hinten im Raum, also instinktiv, dass mich die Leute hinten im Raum verstehen, weil die Kamera ist 4 Meter weg, das Mikrofon ist aber entweder hier oder da vorne. Ich habe immer so gesprochen, dass mich draußen die Kamera versteht. Überhaupt nicht. Du hattest noch einen Punkt. Ja, Entschuldigung. Ja, ich könnte auch einen Fail noch teilen. Weil, wie gesagt, dieser eine Podcast, wo jemand mit so Leuten aus Film spricht, das dauert in der Regel 1,5 Stunden. Und der eine von Siemens hat mal gesagt, er will das unbedingt als Video haben. Und da haben wir vorher diskutiert und so. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist aufwendig. Und gerade wenn es so lang ist, so langweilig. Ich habe ihm dann mal so einen Link geschickt. Da gibt es ein schönes Gespräch von Richard David Precht und Sascha Lobo in der Sendung von Precht. Und haben mal so ein bisschen gezeigt, was die da machen. Ja. Das ist dann so mal über dem Tisch und da ist im Hintergrund, die Wände werden mit Scannern beleuchtet. Dann ist so ein Kronleuchter drüber, der sich dreht. Dann haben die Kameraarme die Fahnen und so. Und dann habe ich gesagt, das muss Video sein. Und dann habe ich gesagt, das Video ist, wir machen quasi eine Aufnahme und ich bereite einen Audio-Podcast nach und du schneidest das Video. Dann haben wir irgendwie 3 Kameraperspektiven und auch so Globo-Licht und so weiter haben wir es aufgenommen. Und ich habe ihm dann die Daten übergeschoben, an 40 GB gemacht gerade. So, der Podcast war 3 Tage später online, das war vor fast 2 Jahren. Das Video gibt es heute noch nicht. Ja, und ich denke, man braucht wirklich einen guten Grund, Video zu machen, damit man das auch dann durchhalten kann. Und damit es sich auch lohnt, also damit auch was rauskommt. Der hat schon ein paar Anläufe gemacht, aber das sah halt, also es sah nicht so aus, dass ich jetzt sagen würde, das kommt dann gut an, oder es lohnt den, auch ein Nutzenschritt im Sinne von Verhältnis zueinander. Dann gibt es sogar noch Leute, die kriegen Geld dafür, dass sie das gescheit machen. Ja, absolut, natürlich. Ja, klar. Also mein Anwendungsfall da ist tatsächlich auch, dass ich sage, es reicht, eine kurze Sequenz Talking Head zu haben oder so, also im Bereich E-Learning halt. Weil alle E-Learning-Kurse, die ich gesehen habe, die ausschließlich Screenshares waren, sind irgendwie so derart unpersönlich, dass ich das total furchtbar finde. Ich möchte also gerne wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun? Ist das was Persönliches? Dann kann ich irgendwie eine Minute Einleitung haben und dann gehe ich auf einen Screenshare über, mache dann vielleicht nochmal zwischendurch eine Sequenz im Kopf und dann wird das plötzlich eine persönliche Geschichte. Also das ist auch der Teil, warum ich da gar nicht mit einem großen Team ran will und gar nicht viel Nachbearbeitung machen will. Ich soll halt irgendwie einfach nur gehen. Aber das ist so ein super einfacher Einstieg. Screenshare schaffe ich, irgendwie Screengrab, das geht. Das ist nicht das große Problem. Wie sobald dann Fleisch da reinkommt oder 3D da reinkommt, da wird es echt. Ja, das sieht man ja auch bei diesen Let's Play-Videos von Gaming. Ja. Also das ist ja auch so, das macht schon was aus, wenn man auch die Reaktion von dem, der spielt, wenn es irgendwie so ein Rollenspiel ist oder sowas, ja, wenn der gerade erschrickt und so, das ist schon ein Mehrwert, ja. Und aber die Hauptinformation, die diesen Let's Play trägt, ist natürlich das Spiel und die Grafik von dem Spiel. Ja. Das war jetzt sogar nochmal ein interessanter Aspekt, weil sowas, finde ich, ist dieses gemeinsame Live-Erleben das Interessante. Also nicht die Konserve, sondern das live zu machen. Und das haben wir bei uns in der Welt so, machen wir ein bisschen Schulungen auch. Und da geht es halt manchmal darum, so Programme zu erklären, mal Leuten so OneNote zu zeigen oder so. Und da gibt es eine Software, die heißt Open Broadcaster. Die kann quasi Livestreamen auf YouTube zum Beispiel, stellt man einen YouTube-Account ein. Und ich kann die Webcam nehmen und ich kann auf den Webcam Greenscreen-Effekt legen. Und ich mache das dann immer so, ich mache auf Amazon für 80, 90 Euro so ein 2x1 Meter Greenscreen auf dem Stativ, den falte man auf so einen Regenschirm, stelle den hin, fertig. Und dann ist man quasi so unten rechts klein eingeblendet, aber halt freigestellt. Also man ist so quasi in dem Bild drin, so wie das in den Let's Play-Videos auch ist. Und alles, was man braucht, ist die Software, drückt auf den Knopf und ist live. Ja, und kann dann halt über den YouTube-Chat oder so auch Fragen beantworten. Und das finde ich wieder cool, weil das ist so, da hat man halt so ein paar 10 Leute oder was, 40, 50 Leute, das ist nicht irgendwie 800 oder 900, hatte ich noch nicht zumindest. Und dann kommen da halt Fragen, dann kann man darauf eingehen. Und die Leute haben gesagt, sie fanden das total witzig, weil das so ähnlich ist wie jemand steht vor dem Beamer und erklärt was. Also so dieses Raumerleben ist dann irgendwie da. Also jetzt, wir kommen mal wieder in die Richtung von Live-Podcasts. Ja. Also ich denke, bei Live-Podcasts kann sowas, so ein Video,
extrem viel Wert beitragen. Mhm. Vor allem, wenn man dann auch einen Rückkanal hat und wo man dann auch Fragen und Kommentare eingehen kann. Also das ist definitiv, also da ist definitiv ein Mehrwert drin. Aber da ist eben auch dieses Live-Erlebnis ist da. Und es ist halt im Gegensatz jetzt zu, ich habe x Kameras und Schnall, es ist super simpel. Weil das auch dadurch, dass das Videobild so klein ist, funktioniert das auch mit diesen blöden Kameras, die da eingebaut sind. Also da braucht man noch nie mal irgendwie eine Logitech-Kamera, sondern das sieht auch so okay aus. Wie hieß die Sache nochmal? Open Broadcaster Software. Also ich schreibe so ein bisschen mit und werde es dann noch so als Bullet Points dann in die Dokumentation noch mit rein. Also was wir noch einstellen und was ich noch im Internet drin habe. Ja. Wie sieht das aus bei Screencasts und der Nachbearbeitung? Ist nicht so schwierig, oder? Oder braucht man eigentlich keinen? Das kommt auch immer darauf an, was du machen willst. Ne? Hat mir auch Barcam einer erzählt, der Anton Bollen von Camtasia macht immer so Sessions. Er hat gesagt, wenn die halt so für Microsoft irgendwie Release-Videos oder halt Screencasts machen, dann sitzen die schon auch 3 Tage an dem Screencast. Oh. Kann man auch, aber... Es kommt wieder auf das Nachproduzieren an, wenn die dann irgendwie reinzoomen und dann Sachen ausschneiden oder hervorheben. Also das kostet dann natürlich Zeit, aber ja. Deswegen sind die Budgets auch im TV-Bereich höher als im Radio. Ja, dazu gebe ich immer ganz gerne eine Sache weiter, die mich maßlos stört, wenn jemand irgendwas einfach nur demonstriert. Also wenn ich eine Demo sehe auf Beamer, auf dem Fernseher, auf dem Stream oder sonst wo. Ich verbiete immer Leuten, die ich vorher greife, das Mausrad zu nehmen. Sondern bitte mit der Maus an die Seite zu gehen, zur Scrollbar und dann zu ziehen, weil ich dann nämlich so eine visuelle Hilfestellung habe. Ah, der will jetzt scrollen und dann weiß ich, in welche Richtung. Wenn sich plötzlich das Bild wegbewegt und dann vielleicht auch noch möglichst schnell wegbewegt, habe ich keine Chance. Und bis ich wieder synchronisiert bin, habe ich schon wieder den nächsten Satz völlig verpasst. Es hilft oft auch anzukündigen, was man macht als nächsten Schritt. Also ja, das genau. Die Hilfestellung eben schon mal nicht, das Mausrad zu verwenden. Also mir persönlich würde ihm helfen. Und ich stelle immer, wenn ich sowas mache, den sehbehinderten Mauspfeil ein. Mhm. Weil wenn jemand die Maus schnell bewegt und da ist sie. Ja. Dann weiß ich, dass das so eine Spur erzeugt hinten dran, oder? Ja, wahlweise die oder einfach nur die doppelt so große. Also ich verdecke dann auch gerne mal ein paar Sachen, aber man sieht sie wirklich immer und es ist nicht so, dass sie mal eben verschwindet oder also bei mir ist jetzt, ich sehe jetzt zufällig gerade den Mauscursor da, aber der verändert sich ja auch manchmal und wenn der richtig fett ist da drauf, dann weiß man wirklich immer, wo der ist, ohne dass man jetzt großartig suchen muss. Das sind so Dinge, die ich bei Screencasts und bei Demos eigentlich immer mache. Also ich sehe den dann in Einstellungen. Ja, ich glaube, es gibt auch so diese Möglichkeit, ne, dass wenn die stehen bleibt, dass dann irgendwie so eine Welle kommt oder so. Ja, da muss man meistens irgendwo drauf drücken, das geht auch, aber ich will eigentlich ständig wissen, wo der ist, ja. Also als Zuschauer. Und gerade wenn man dann eben schnell mal irgendwo anders hinbewegt oder ich gucke gerade woanders hin oder ich gucke gerade runter, mache eine Notiz, gucke hoch, dann weiß ich halt nicht, wo der gerade hingegangen ist, sondern natürlich die halt sofort wieder sehen können. So, bei Windows kann man in den Mauseinstellungen. Also das Windows ist was gemacht oder meistens Windows. Oder Windows. Bei Windows kann man einstellen, dass wenn man die Steuerungstaste drückt, dass dann so ein Kreiszoom irgendwie auf die Maus geht. Ne? Aber wie gesagt, das Wichtige ist halt, wenn ich irgendwie gerade runter gucke, mir eine Notiz mache und wieder raufgucke, will ich sofort sehen, wo der Pfeil ist. Und deswegen kann man zusätzlich machen. Also wenn ich sage, und hier, und dann mache ich nochmal diesen Kreis, ja, ist super. Aber bin ich groß und fett und klobig. So, was wäre eine gute Idee jetzt für den Videopodcast? Also wir haben hier einmal Kandidaten hier, denke ich, mit den Experimenten, das denke ich ist gut. Ja? Mhm. Also wenn wir jetzt von Formaten reden, ich glaube, vielleicht können wir damit auch dann rausgehen, so hey, was können wir uns denn vorstellen an Formaten? Ich finde diese Leitsituation finde ich sehr spannend, würde ich sagen, aber das ist es ist so ein bisschen, es ist ein anderes Format als ein Podcast.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich Formate ausschließen kann, weil wenn ich mir angucke, was bei YouTube funktioniert, ne, dann sind wirklich auch Leute, die eine Stunde in die Kamera reden. Ne? Also natürlich mit genau diesen Schnitten, die man braucht, zu schnellen Spritze, da ist natürlich alles fein abgestimmt auf die Zielgruppe. Aber im Grunde genommen machen die nichts anderes als wir als Podcaster. Wir reden eine Stunde in die Kamera. Ich weiß gar nicht, eine Stunde ist das wahrscheinlich nicht typischerweise bei. Aber diese ganzen Rockstars da, eine halbe Stunde noch bestimmt, oder? Es kommt drauf an, also wenn du jetzt diesen Floyd hast, der produziert das schon relativ aufwendig, also da kommen dann auch irgendwelche Screenshots rein, die dann durchs Bild geflogen kommen oder irgendwelche Animals. Also das ist schon eher Fernsehen, also es fühlt sich mehr wie Fernsehen an. Also ich meine schon, okay, das ist schon spezifisch auf diese Zielgruppe mit ihren Erwartungen, mit den schnellen Schnitten, das ist darauf sehr fein abgestimmt. Aber würde ich gerne zeigen. Also, aber nur um den Satz mal zu Ende zu bringen, aber du sagtest so, welche Konzepte funktionieren oder können funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob du grundsätzlich Konzepte ausschließen kannst. So sagen wir, das ist ja so, nehmen wir den Literaturpodcast so. Ja, warum muss ich mir da, also das macht ja nun wirklich keinen Sinn im Video. Weiß ich ja nicht. Also bin ich mir nicht sicher. Das literarische Quartett lief auch im Fernsehen. Kann man auch sagen, warum? Das wäre doch Hörfunk gewesen. Kam aber, weil du diese Typen sehen wolltest. Ja. Oder weiß ich nicht, warum man das funktioniert. Also ich glaube, du kannst wirklich nichts ausschließen. Ja. Du erreichst natürlich andere Leute, das ist klar. Wir erreichen nicht mehr die, oder ich jetzt, oder weiß ich nicht, ob wir noch diese Zielgruppe, YouTube-Zielgruppe erreichen, ob wir das überhaupt sollen. Aber ich glaube, wenn Floyd Bücher besprechen würde, dann wird das auch auf YouTube funktionieren. Ja, also die Frage ist, also mit Format meine ich hier auch praktisch die Frage, warum sollte ich mir das ansehen? Also es muss irgendeinen Grund geben, wieso ich mir das ansehen will. Und den Grund brauche ich. Also Experimente oder wirklich Charaktere, die ich sehen will. Also irgendeinen Grund muss es geben, warum ich mir das... Ich glaube, Personen funktionieren mir auch gut. Ja. Also diese YouTube-Stars, das läuft über die Personen, also nicht über die Dinge, die die Kamera zeigen. Ja, und die Einspieler jetzt bei den Leuten, meistens ist es relativ einfach gehalten. Das sind oft einfach Standbilder. Und da halt irgendwie ein Ken Burns-Effekt drauf oder so, dann bewegen die sich so ein bisschen. Aber das ist selten, dass da in der Tagesschau jetzt Videoeinspieler sind oder irgendwelche abgefahrenen Übergänge oder so, das hat er ganz wenig. Ja, das ist auch. Ja, eine recht, finde ich, recht interessante Grundeinstellung, so mit dem Leicht bisschen von oben und mit diesem Darth Vader im Hintergrund. Und hat halt eine total ausladende Gestik. Und die schneiden halt auch total hart. Also das sind dann echt, wo du merkst, das setzen sie neu an, das ist scheißegal, das kommt einfach mit einem harten Schnitt rein. Das ergibt halt den Stil, ja, so wie Tempino und Stil. Das habe ich zum ersten Mal bei Ehrensenf gesehen vor vielen, vielen Jahren. Die haben das auch so ähnlich gemacht. Nicht ganz so schnell, aber die haben, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit. Aber ein Beispiel ist Witz und so. Apple Podcast würde ich sagen, vier Leute, manchmal auch drei, zwei unterhalten sich über Neuigkeiten aus der Apple-Welt. Eigentlich ein Podcast über Jahre, auch schon einer der älteren. Und die machen jetzt seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, glaube ich, auch parallel veröffentlichen wir als Video. Also ich würde sagen, ich sehe jetzt keinen akuten Grund, halten, glaube ich, eher selten was in die Kamera. Das ist jetzt nicht, wo ich da einen Mehrwert sehe. Also schon die stellen schon mal so kurze Ausschnitte davon auch auf YouTube. Da kannst du dann mal kurz reingucken. Aber wir sind ja an verschiedenen Orten, oder? Ja, genau. Ja, was sind das dann? Ihre Webcam? Ja, genau. Also für mich sind das vier Skype-Bilder, die zusammen stehen. Aber die machen das dann schon relativ lange. Also die Live-Shows sind dann ganz cool, ne? Ja. Aber das ist nochmal was anderes. Das ist wirklich, die sitzen vor ihren Mikros und sprechen den gleichen Podcast, der wird einfach auch als Video gesendet. Und das machen die schon so lange, dass ich das Gefühl habe, die haben Grund, warum sie das machen. Ob sie andere Leute erreichen, ob. Also ich glaube, der für den muss ja auch zahlen, glaube ich, für diesen Videokanal. Ja. Also das scheint so dieses Plus-Feature zu sein. In einem Paket ist, ne? In dem Plus kriegst du halt den Relive, ja, den Podcast eher. Ja, genau. Und ich meine,
dann läuft dann, glaube ich, also Sie sehen dann schon mal bei Twitter so Bilder, die Leute da dann halt auf ihrem Apple TV gucken und da läuft dann so im Wohnzimmer. Ja, da sehe ich jetzt keinen Mehrwert, aber es wird offensichtlich. Also ich glaube, wenn du fürs Video zahlen musst, dass du das fast keine machen. Das eher zu haben. Hm? Ja, du musst dafür zahlen. Ja, aber du, das ist ja das Bits und so Plus, ist ja. Ja, du kriegst es eher. Ja. Und du hast das Video. Und ich würde sagen, die meisten zahlen dafür, es eher zu kriegen und nicht dafür schützen. Also ich glaube, das macht auch keinen Mehrwert. Ich habe mir das auch einmal angeguckt und habe es nie wieder geguckt. Und gesagt, das ist völlig unpraktisch. Es ist viel praktischer, wenn ich das hören kann, wenn ich durch die Gegend laufe. Ja, vielleicht sind wir aber nicht ins Ziel. Ja, aber auch, die machen das ja, glaube ich, damit sie auch Kontakt haben mit den Reden auch. Und das ist ein Nachfallprodukt bei denen. Ah, okay. Und deswegen sagen, deswegen sagen, stellen das halt für die Plus-Kunden auch sozusagen zur Verfügung. Damit wir auch einen Grund haben, wieso da Plus steht. Wie ist das mit dem Kanal, den man damit bedient, einfach auf Fernsehgeräten gespielt zu werden, für Leute, die einfach den ganzen Tag den Fernseher im Hintergrund laufen haben? Ist das ein Grund, jetzt einfach zu sagen, wir machen halt nicht nur Audio, weil das können die Fernsehgeräte nicht? Ja, das kann sein. Oder... Also ist das vielleicht ein Bewegung. Also ich meine, YouTube passt ja quasi auf jeder Plattform. Also nimmst du Smart TV, nimmst weiß ich nicht, Xbox kenne ich nicht, aber PlayStation, name it, oder eben auch hier dein Smartphone über welche Devices auch immer, da hast du ja immer eine YouTube-App drauf. Mhm. Und nicht alles, was bei mir auf YouTube läuft, habe ich auch das Bild dazu. Ne? Also das ist ja eben genauso ein bisschen dieses Format. Das literarische Quartett und so weiter. Es gibt dann natürlich auch so die Extreme, ich weiß nicht, wer von euch kennt, Sendung ohne Namen. Ja. Da hast du halt einfach jemanden, der redet relativ schnell und der hat bewegt Bildcollagen dazu, die nur zu dem passen, was er sagt. Und das hat für mich teilweise den Effekt gehabt, dass es dann einfach abgeschaltet hat und ich habe gar nicht mehr verstanden, was er gesagt hat, weder verstanden, was ich sehe. Weil es einfach bewusst mit dem Overflow an Informationen, ja, also der redet von jemandem, der nackig über den Rasen rennt und du siehst halt einen nackten Mann, einen Rasen und jemanden, der rennt, in einem komplett anderen Kontext, wie das, was er erzählt. Das ist dann vielleicht wieder so ein Extrem. Das ist eigentlich eine Kunstform, also das ist ja sehr künstlerisch produziert. Ja. Aber ich meine, das wäre dann vielleicht auch so ein Extrem, um mal nochmal die Frage zu machen, was geht eigentlich als Format? Und ich glaube auch schon recht, das Format, also freie Rede, freies Bild, ne? Ich meine, um mal an die Kino irgendwie wieder anzuschließen. Aber die Frage ist halt, was funktioniert, nicht was darf man machen? Ne? Das ist eher die Frage, die mich interessiert. Ne? Also machen das da alles. Ja. Solange YouTube das nicht wieder runterschmeißt, was dann auch mal passieren kann. So ist die Welt halt immer. Für mich ist eigentlich auch ein Podcast ist auch meine Vorstellungskraft zu bedienen, meine Fantasie auszuleben. Das ist eigentlich auch das Schöne. Deswegen möchte ich bei vielen Sachen gar keinen. Mhm. Es gibt im Englischen einen schönen Ausdruck, Theater of the Mind. Ich höre sehr viel englisches Zeug, von daher bin ich da ein bisschen vielleicht zu stark beeinflusst, aber ich finde den Ausdruck sehr schön. Das Theater im Kopf ist wirklich, das ist das, was passiert und es ist, vielleicht passieren die Dinge gar nicht in Wirklichkeit, aber man stellt sie sich vor und das macht teilweise mit einem viel mehr als es dann zu sehen. Wobei ich glaube, es gibt auch genau den umgekehrten Fall. Wir sind alle audioaffin, für uns ist das ganz toll, wir haben ein Medium entdeckt, aber für uns, aber ich glaube, es gibt auch den umgekehrten Fall, vermutlich eher jüngere Leute, wenn du denen sagst, setz dich mal eine Stunde gemütlich hin und genieße dieses Audio, da sagen die, bist du wahnsinnig. Die gucken aber den gesamten Abend 5 Stunden YouTube. Aber die würden halt nicht auf die Idee kommen, wenn du denen sagst, 2 Stunden Audio. Sobald sie in die Arbeit anfangen zu arbeiten und pendeln müssen, dann kommen die schon mal auf den Tisch. Die haben dann ihr Smartphone gucken, dann YouTube, weißt du? Ja, stimmt. Also gut, vielleicht müssen sie Auto fahren oder radeln oder so. Das ist ja ein Ausblenden. Vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr auf die Shownotes noch Wert legen, was bei manchen Podcasts sehr vermisst. Also noch ein paar schöne Bilder rein oder so. Ja. Das würde viel helfen. Und Video eigentlich auch ersetzen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Guter Punkt. Oh, Zeit ist um.
vielen Dank. War eine sehr interessante Runde. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Danke für die rege Teilnahme, weil allein wäre ich ziemlich auf dem Schichter gewesen. Dann haben wir es geschafft bei heute, denke ich, oder? Vielen Dank. Danke.